Hallo meine Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich freue mich, dass ihr heute reinschaut, weil heute passiert was ganz Besonderes. Und zwar, meine Lieben, heute starte ich das neue Projekt. Heute starte ich Modding Island. Was heißt das? Ich habe mir eine Insel rausgesucht in der alten Welt. Das kann man auch im Cap Trelawney machen, das ist egal. Auf jeden Fall, meine Lieben, sucht euch eine Insel raus und schaut mal, wie weit ihr aktuell mit euren gesamten Modding-Tools kommt. Und diese Aufgabe habe ich mir selber gestellt. Und zwar habe ich mir hier oben auf der nordwestlichen Seite eine Insel rausgesucht. Die heißt Erzleier. Das haben wir mittlerweile alles umgebaut. Und zwar nenne ich diese Insel jetzt. Und zwar herzlich willkommen, meine Lieben, zum Projekt Mod Island. Was heißt das Projekt Mod Island? Mod Island ist, ich möchte eine Insel bauen, nur mit gemoddeten Gebäuden, nur mit gemoddeten Produktionsketten, nur mit gemoddeten Einwohnern. Was heißt das für uns? Wir sollen das so machen, dass wir nicht mit den normalen Bauern anfangen, sondern wir starten hier mit zum Beispiel den Pescetariern über Jacobs Collection verfügbar. Das sind hier die Pescetarier und mit diesen Pescetariern möchte ich anfangen, Mod Island zu besiedeln. Dann bauen wir die auf, dann schauen wir mal, was gibt es für neue oder andere Produktionsketten. Was gibt es für Mod-Möglichkeiten? Wir gehen dann rein bis zu den Arbeitern. Die Arbeiter können wir dann zwei verschiedene Gebäude bauen. Das ist das moderne Handwerkerhaus wie auch das moderne Arbeiterhaus. Das basteln wir da auch sehr, sehr gerne mit rein. Und dann zeige ich euch mal, was anhand dieser Modifications möglich ist. Selbstverständlich, meine Lieben, gehen wir in die Handwerker rein. Dann gehen wir hier auch in die neue Lagerhaus-Mod mit rein. Wir schauen uns hier ganz in Ruhe hier hinten die neue fortschrittliche Produktion an. Im Prinzip die Low Production Tiers, schauen wir uns dann an, wie kann man die Gebäude insgesamt verbessern. Das hatte ich dann in der einen oder anderen Gameplay-Folge mal mit eingepflegt, aber richtig final ist es nie geworden. Dann können wir hier neue Anzüge produzieren, wir können Dosenfisch produzieren und so weiter und so fort. Also es liegt ein Berg voller Aufgaben vor uns und deshalb ist die Challenge hier, meine Lieben, eine Insel bauen nur mit Modding-Elementen. Ich bin mal gespannt, wenn ihr das feiert, wenn ihr damit dabei sein wollt und ihr habt es bis jetzt noch nicht getan und ihr seid neu auf meinem Channel oder guckt hier die Folge zuerst an, dann würde ich euch ganz, ganz herzlich bitten, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um auch hier die nächste Folge nicht zu verpassen, weil ich garantiere euch, alleine die Produktionsketten haben es schon in sich, alleine die verschiedenen Bevölkerungsstufen in diesen ganzen Modding-Elementen, das ist was ganz, ganz anders und das werdet ihr gleich anhand den Bauern und anhand der Handwerker bzw. Arbeiter, werdet ihr das in dieser Folge gleich sehen. Wir haben hier eine relativ große Insel. Die ist auch, ja, ist komplett unbewohnt, ist auch relativ gerade. Eigentlich ist mir das egal. Wir versuchen nur, so viele Gebäude, wie es geht, hier drauf zu basteln. Da habe ich mal so ein kleines Layout zurechtgelegt, wie immer. Ihr kennt mich. Ich bin auch netter, ich bin schon sehr, sehr fleißig, aber wenn es geht in Anno 1800, dann macht man so, man kopiert sich halt einfach auch die Gebäude raus. Es ist nun mal so, in diesen verschiedenen Modding-Tools oder in den verschiedenen Modifications, die bei mir zum Einsatz kommen, wenn man das alles aufdröseln würde, kommen wir dann, sage und schreibe, auf eine Modding-Anzahl von, glaube ich, knapp 127. Da sind dann die zwei größten Mod-Sammler mit dabei. Jacobs Collection ist die zweitgrößte. Dann auch die Spice It Up ist natürlich die größte. Dann die Wholesome Hacienda Hold. Das sage ich mal dann vielleicht gegen Ende dieser Folge noch was dazu. Bräuchten wir auch. Das ist eine komplette neue Hacienda-Mod, die im Prinzip die Hacienda nochmal komplett neu macht in der neuen Welt, dann kommen viele Spezialisten dazu, die gerade auch die neuen gemoddeten Gebäude mit dabei haben, dass wir die so ein bisschen boosten können. Es kommen hier neue Gebäudestrukturen, neue Produktionsgruppen und so weiter und so fort. Es kommen hier viele, viele Dinge dazu und da bin ich mal gespannt, wie wir das hier angehen auf der Insel. Und wie gesagt, wenn ihr das feiert, wenn ihr da keine Folge mit verpassen wollt als nächstes, dann würde ich euch ganz herzlich bitten, supportet mich, egal mit was, egal mit Kommentaren, Like. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Genug Werbung gemacht. Wir starten hier. Ich hab schon mal hier unten das Konto eröffnet. Habe hier oben auch schon mal, das war ja früher Erzleier. Da habe ich mal ein bisschen was drauf getestet, wegen Erzen und so weiter und so fort. Hier könnte man eine schöne Handelskammer anklemmen. Das sind alles beides Steinkohle. Bräuchten wir auch später für Eisen, beziehungsweise für Stahl, beziehungsweise Eisenbarren. Hier unten gibt es dann eine Eisenmine und so weiter und so fort. Also von dem ist das alles kein Problem. Wie gesagt, ich arbeite hier mit sehr, sehr vielen Modifications. Wir schauen mal, was wir hier auf der Insel alles anstellen können. Übrigens, meine Lieben, ich möchte es auch nochmal so sagen,
Ich möchte mit euch hier auch eine Stadt auf dem Wasser bauen. Ihr habt richtig gehört, eine Stadt auf dem Wasser. Ja, ihr fragt die ganze Zeit, Sando, wie geht denn das? Es ist durch die Mods Bysetup möglich, auch sämtliche Gebäude hier über den Hafenbereich könnt ihr dann auch ins Meer bauen. Ne? Also ihr habt dann hier die mittleren Hafenstrukturen und ihr habt ihr dann hier die Hafenstadt, wird erst bei die Handwerker freigeschaltet und ihr könnt alle Gebäude, nur die Bauern, die Pescadaria leider nicht, aber dadurch, dass die Bauern wir jetzt an den Strand bzw. aufs Wasser bauen, heißt das, dass wir auch diese Gebäude modden. Das heißt, das würde ich dann auch mit dazu zählen. Bauern gehören bei mir ins Wasser und die Pescadaria gehören bei mir an Land. Klingt irgendwie komisch, aber für die Modding-Folgen, die jetzt so kommen werden in den nächsten Wochen, meine Lieben, würde ich das auf jeden Fall so handhaben. Wie gesagt, Insel Modding komplett, mit allem drum und dran, okay? Übrigens gibt es dann auch verschiedene Sehenswürdigkeiten, also wir haben ja nicht nur 3 Sehenswürdigkeiten, sondern wir haben ja 4. Wir könnten hier dann zum Beispiel die Bahnhöfe und Hotels nochmal verschiedene Touristen mit reinholen, wir könnten hier die magische Schiffswerft bauen. Ja, das möchte ich mit euch, ich möchte das euch alles in Ruhe zeigen, beziehungsweise soweit wir kommen. Wir haben hierhin die Akademie als kulturelles Element, wir hätten hier noch die Verwaltung, wir hätten noch das Kapitol, hätten wir hier da. Wir haben hier noch sehr, sehr viele verschiedene Anbindungsmöglichkeiten, es geht dann hoch bis zu den Touristen. Hier oben bei den Investoren wird sich auch einiges ändern, ihr seht hier vorne schon mal die Botschaft als Fundament. Was ist denn die Botschaft? Ja, die Botschaft ist auch ein Gebäude, ist ein Modding-Gebäude, was hier Einzug hält, muss man auch in 3 oder 4 verschiedenen Phasen aufbauen, würde ich euch dann gerne zeigen. Und hier gibt es dann nacheinander die Metropolic Skyline, ist auch eine Mod in sich, die dann je mehr wir Investoren, je mehr wir Ingenieure, je mehr wir Gelehrte haben, desto mehr wird sich hier die Metropolic Skyline freischalten. Zum Schluss ist es so, dass wir ca. 12 oder 13 verschiedene riesengroße Gebäude bauen dürfen. Schaut mal. Und alleine die in ihrem Einzugsbereich haben nochmal verschiedene Boni in sich. Das heißt, die Insel sollte dann zum Schluss, wenn alle Stricke reißen, vielleicht irgendwie so gut wie es geht autark, ne, sein. Hier hätten wir da zum Beispiel die Alraune. Schaut euch bitte die Produktionskette an. Schaut es euch einfach nur an. Das ist dann Lucanus Magical Collection. Die habe ich hier auch mit reingenommen, damit ich hier so ein ganz kleines bisschen eine Challenge, so ein kleines bisschen Schwierigkeitsgrad mit reinkriege. Wir müssen nach in Besa. Wir brauchen die Zauberstabholzfarm. Gibt es normal auch nicht im Spiel. Wir brauchen das Stahlwerk. Wir brauchen die Buchmalerei von Endbesa. Wir brauchen die Fischölfabrik von der Neuen Welt. Auch die Alpaka-Farm von der Neuen Welt. Und von der Alten Welt die Holzfällerhütte und auch die Köhlerei. Alles andere sind dann Zwischenprodukte. Der Öltank kann in der Neuen Welt gebaut werden. Die Hochschule kann hier in der Alten Welt gebaut werden. Und hier unten der Zauberstabmacher kann nur in der Arktis gebaut werden. Jetzt überlegt mal, alleine hier unten diese kleine Produktionskette, Stahl ist im Prinzip egal, neue alte Welt, Speicherstadt und so weiter und so fort, aber die Zauberstabholzform aus der Arktis, dann hier der Zauberstabmacher, der auch noch in der Arktis ist, die magischen Partikel bzw. die Magierakademie kann man hier nur in der Eidenwelt bzw. im Kap Schwelorni bauen und auch hier der magische Gärtnerei geht auch nur hier. Aber bevor wir da hinkommen, meine Lieben, ist sehr, sehr viel Arbeit vonnöten. Jetzt habe ich genug gequatscht, oder? Fangen wir mal an mit Bauen. Ich bin mal gespannt. Ich habe das hier wie immer aufgeteilt. Ich mache da 2 so kleine Schnitte unten rein. Das heißt, das erste ist so ein bisschen Vorgeplänkel, was ich mit der Insel vorhabe. Und das nächste ist hier direkt das Gameplay. Wir gehen jetzt rein und dann schauen wir uns ganz in Ruhe an. Wie geht man bei einer Insel los? Ganz klar, man baut erstmal so ein bisschen entweder Layout oder man nimmt hier schon mal irgendeins. Hier zum Beispiel hätten wir schon mal ein Rathaus mit drin. Wäre zum Beispiel so für ein Anfangslayout gar nicht so schlecht. Ist nicht optimal aufgebaut, bin ich ganz ehrlich. Aber ich sag mal, von Anfang würde das ja völlig reichen. Oder was meint ihr? Dann nehmen wir doch mal das ganze Teil. Nee, das vielleicht nicht. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen mehr gucken. Oh, irgendwas geht hier gerade bei meiner Maus nicht. Stelle ich gerade fest. Ich weiß zwar nicht was, aber ich drücke jetzt einfach mal ein bisschen härter drauf. Punkt aus, fertig. So, und jetzt gucken wir mal, wie weit. Also die könnten wir hier so mitnehmen. Ist zwar nicht das Optimale, behaupte ich jetzt mal, aber wir könnten ja noch ein Segment davon auf die andere Seite anbringen. Gucken wir mal, wie viel kriegen wir hier drauf? Oh, schaut mal, also das würde schön passen. Hier rein. Oder wir beginnen hier hinten. Hier, das würde auch gehen. So, vielleicht knapp am Strand. Wäre so ein kleines bisschen höher, oder? Was meint ihr? Und das könnten wir sogar noch mal, wenn alle Stricke reisen, könnten wir das sogar noch mal hier aufstellen. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Machen wir aber. Ja, und hier geht es ja schon los. Ja, wir haben den Blaupausenmodus nicht rausgemacht, ist aber alles kein Problem. Keine Anbindung an den Hafen. Hier bauen wir einfach mal schnell einen Weg hoch. Einfach mal schnell einen Weg hier rein. Nicht, dass die Häuser dann irgendwie zusammenfallen. So, die verbinden wir dann noch schnell. Alles gut. Es wird ja eh gleich passieren, meine Lieben, dass wir die wegreißen. Das heißt, dass wir hier in diesem Layout, wie wir es gerade verwenden, sowieso für die Bauernhäuser erstmal keine Verwendung haben, sondern nur, dass wir das Layout mal haben. Na, jetzt wohnen keine mehr drauf. Jetzt gehen wir hier rein in die Bauern, nehmen die Pescetarier und nehmen hier das Pescetarierhaus. Was unterscheidet das Pescetarierhaus von den normalen Bauernhäusern? Ganz einfach, die Pescetarier essen kein Fleisch. Punkt. So. Wir hätten es aber noch mal ein bisschen geschickter machen können. Das sind die letzten Bauernhäuser hier gewesen. Das sind die Pescetarier. Die gehen bis hierher. Dann reißen wir das hier auch mal noch weg. Und dann würde ich sagen, legen wir erstmal ein paar Wege an. Damit wir ungefähr mal wissen, wo wir sind. Und so geht es ja meistens auf einer Insel los. Erstmal ein Layout ziehen. Erstmal gucken, was man da damit alles so anstellen kann. Und dann dementsprechend die ganzen Viertel oder die ganzen Quadrate erweitern. Ich arbeite gerne hier mit dem System 7x2. Das seht ihr auch. Andere arbeiten mit, ich glaube, mit 5x2, andere mit 6x2. Und je nachdem, ob man irgendwo ein Rathaus mit reinstellen muss oder nicht, ist das hier, ja, ist das mal gut oder mal schlecht. Hier zum Beispiel ist das, hier wäre ein Rathaus schon da und hier wäre auch schon eins da. Das hier liegt dann eher ein bisschen am Strand. Das heißt, wir könnten das hier herziehen und das Rathaus vielleicht hier eine kleine Idee hier runter. Das wäre gar nicht so verkehrt. Dann nehmen wir hier mal den Weg und basteln den hier mal so ein kleines bisschen an. So hier. Dann ziehen wir den hier weg. So, und dann könnten wir das Rathaus, das halt hier steht, könnten wir halt hier unten zum Beispiel mit anbetten. Das wäre alles kein Problem. Na, zack, hier rein. Und dann könnten wir das Rathaus schon mal viel, viel besser hier verteilen, ne? Ohne dass sie sich überschneiden. Und dass wir hier so viele Häuser wie möglich hier noch reinkriegen von den Pescetariern. Ja, da gibt es auch Spezialisten. Es gibt genügend Spezialisten hier, die auch die Pescetarier soweit unterstützen. Werden wir später sehen. So, das darf dann gerne hierher gesetzt werden. Das reißen wir mal alles weg. Ein bisschen Schönbau gehört selbstverständlich auch dazu. Machen wir dann im späteren Spielverlauf selbstverständlich auch. Die Schule befindet sich hier. Das ist eigentlich ideal. Die Kneipe befindet sich hier. Das, was nicht so schön ist, ist hier der Marktplatz. The Marketplace. Schauen wir mal, dass wir die Feuerwehr vielleicht ein bisschen versetzen. Dann versetzen wir die Feuerwehr mal hier runter. Und den Marktplatz vielleicht eher mal so hierher. Wichtig ist, hier ist die Post. Das ist die Post. Die hat einen schönen Radius außenrum. Und hier den Marktplatz, den bräuchten wir mal nicht. Den reißen wir mal weg. Und dann ziehen wir hier nochmal ganz normal die Wege so gut wie es geht. So geht es immer los. Und genau das machen wir hier. Also, der Marktplatz wurde schon zum Leben erweckt. Das ist mal gar nicht so schlecht. Das können wir eigentlich so stehen lassen. Also ein Problem wäre es nicht hier das Rathaus. Oder was meint ihr? Gut, wie geht's weiter? Das sind Pescetarier. Alle anderen Häuser würde ich mal gut und gerne noch wegreißen. Auch die Universität fliegt erstmal noch raus. Wir haben hier noch sehr, sehr viele... Nein, wir haben hier noch sehr, sehr viele Möglichkeiten zu basteln. Alles kein Thema, das darf auch schon raus. Die Wege wollen wir nochmal vervollständigen hier. Das gerne auch. Wenn man das einmal mit Pflastersteinen gebaut hat, kommt man dann, wenn man dieses Layout kopiert, hat man dann keine Chance, dass man dann normale Wege wieder anbauen kann. Das wird erstmal reichen, würde ich sagen. So, und dann ziehen wir hier mal die kompletten ersten drei Segmente. Machen wir hier mal leer. Machen wir hier mal frei. Na, wie sieht's aus? Meine Maus hat heute irgendein Problem. Es tut mir wirklich leid. Irgendwie... Irgendwas ist hier heute wirklich im Argen. Aber egal. So. Jetzt hätten wir das so weit wie es geht fertig. Wir arbeiten hier mal nur, hatte ich ja gesagt, mit den Pescetariern. Also geht's hier los. Wir machen die Felder voll. Und dann zeigen wir mal, was die Pescetarier so drauf haben, oder? So, die Mittelsegmente lassen wir wie immer frei, weil da kommen ja die ganzen Dienstleistungsgebäude hin.
Und die Pescetarier brauchen unter anderem das eine oder andere Gebäude mehr. Das Problem ist ganz am Anfang bei den Pescetariern, da passen nicht so viele Einwohner rein, wie eigentlich in einem normalen Bauernhaus bis jetzt, weil da gibt es zusätzlich noch ein bisschen was anderes zu sagen. Die Pescetarier beherbergen auch bei einem Arbeiterhaus, beherbergen die Bauernarbeitskraft. Was ist los mit dieser Maus heute? So, geht das weg? Okay, perfekt. Das ist im Prinzip ein kleiner Anhaltspunkt für mich. Bis hierher haben wir die Pescetarier, soweit wie es geht, fertig gebaut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir bräuchten ja ganz am Anfang, deshalb werden wir hier in die Mitte mal anfangen mit Pescetariern. Bauen wir mal hier welche. Lassen Sie hochleben. Und hier welche auf Mod Island. Und jetzt schaut mal, die Pescetarier brauchen den Gemeindemarkt. Die Pescetarier möchten Kartoffeln und die Pescetarier möchten Fische. Also im Prinzip nichts mehr, was irgendwas mit Fleisch zu tun hat. Und für die Zufriedenheit hier die Gemeindehalle und auch Holzschmuck. Holzschmuck ist schon eine neue Produktionskette und die Bedürfnisse sind Kartoffeln wie auch Fisch. Fisch essen sie, aber nur kein Fleisch oder irgendwelche Abkömmlinge davon. Was heißt das? Gemeindemarkt, gehen wir hier rein zu den Pescetarier. Hier gibt es dann das Gemeindezentrum und das müssen wir dann hier auch irgendwo mit aufbauen. Das heißt, die Post hier ist schon ein bisschen fehl am Platze. Das heißt, die Post müssten wir hier ganz kleines bisschen verschieben. Ja, das wäre schon noch gut. Und hier kommt dann einfach das Gemeindezentrum ein. Das Gemeindezentrum sieht dann so hier aus. Bauen wir mal auf, mein Lieben. Ja, so sieht das örtliche Pescetarier Gemeindezentrum aus. Könnten wir mal noch einen Mittelweg bauen. Wir lieben sie. Na, und dann wäre das jetzt komplett angeschlossen. Im Prinzip ist es so, Achtung, ich habe es mal noch nicht verraten, den Marktplatz reißen wir weg, weil die Pescetarier brauchen keinen Marktplatz. Auch gut, oder? So, die beherbergen allerdings nur 10. Na, und nicht das normale Bauernhaus, das hat 20. Die Pescetarier allerdings als Einwohner nur 10. Warum ist das so? Die haben auch keine Lebensqualität, die zum Erhöhen gehen. Bei denen ist es halt dann ganz einfach so. Wir gehen mal normal wieder rein in Mega City. Übrigens ist das mein Streaming-Spielstand, ist aber egal. Weil in dem Spielstand probieren wir sowieso die 1 Million Einwohner endlich mal zu knacken. Ja, das ist noch eine Ewigkeit hin, aber das ist erstmal egal. Hier, ihr seht, die normalen, zufriedenen Bauern beherbergen insgesamt 20 Einwohner. Mit der Lebensqualität dazu wird das dann halt auf 20 erhöht. Da wir aber keine Lebensqualität haben, ist das halt ein kleines Problem. Ja, Bier und... Okay, alles klar. Hier wird Bier und sowas gebraucht. Wir könnten mal schauen, wir könnten die Seife verhögern. Und schauen wir mal, ob wir vielleicht hier irgendwie schon an Bier rankommen. Das ist dann auch, das zeige ich euch dann auch noch im Laufe dieses kleinen Projektes, dass wir dann hier über die Speicherstadt im Prinzip jetzt alles handeln können. Wir müssten Wurst müssten wir importieren. Ne, ihr seht, 700 Tonnen Wurst. Ne, hier ist das Tauschverhältnis gar nicht so schlecht. Wenn wir 500 Tonnen Seife verkaufen oder Seife handeln, kriegen wir 824 Tonnen Wurst raus. Das Tauschverhältnis wäre hier 100 zu 164,8. Das heißt, mit 101 Tonnen Seife kriegen wir dann 166 Tonnen Seife raus. Kriegen wir dann 166 Tonnen Wurst. Wie brauchen wir? 702. Das heißt dann mal 5, wären wir dann bei 800, also mal ungefähr 4,5. Da wären wir dann, gehen wir mal ein, 455 Tonnen, dann wären wir bei 749. Ist auch immer noch ein ganz kleines zu viel, ganz kleines bisschen. So, 703, dann hätten wir das mit einmal ausgetauscht, 702 wird verlangt, 703 hätten wir dann und schon können wir für die Insel hier ganz klar das Bier holen. Die Fälle sind nichts mehr, weil wir haben keinen Fisch mehr, das ist kein Problem. Dann wird halt Fisch hier angekarrt, wir haben ja hier sowieso nichts mehr an Holz bzw. an Fisch. Das heißt, das muss ich erstmal wieder regenerieren, das läuft autark, das ist alles kein Problem. Wir gehen wieder zurück. Ja, in der Zwischenzeit muss man halt schauen, dass man halt auch die anderen Bewohner ein bisschen bei Laune hält. Aber wie gesagt, hauptsächlich spielen wir hier. Wie geht's weiter, meine Lieben, mit den Pescetarier? Die Pescetarier möchten selbstredend auch Fisch.
dadurch, dass ich hier hinten mit euch an diesem Strandabschnitt, schaut mal, an der Karte hier ist es eigentlich an der Kartengrenze, möchte ich eine Stadt aufbauen, möchte ich dann gerne mit euch hier vorne an dem Strand, beziehungsweise an der Strandzunge, so viele Fische wie möglich aufbauen. Das können wir jetzt machen über die Handwerker. Das Problem ist dran, dafür bräuchten wir 50 Arbeiter Arbeitskraft. Da wir noch keine haben, müssen wir ja leider auf ungemoddete Gebäude zurückgreifen. Das geht leider nicht anders. Oder ich stelle euch gleich noch was anderes vor. Moment kurz. Okay, mein Lieben, entschuldigt kurz für die Unterbrechung. Es ist Halloween und meine Kinder haben mich gerade geraided. Das ist schön mit anzuschauen, wenn es denen so gut geht bei Halloween. Und entschuldigt bitte, seht mal es wieder nach für die kleine Unterbrechung. Mein Lieben, für die Pescadaria bräuchten wir auch Holz, weil wir müssen ja dann auch anfangen, ein bisschen mehr Häuser auszubauen, ein bisschen mehr Infrastruktur, ein bisschen mehr Dienstleistungsgebäude. Deshalb habe ich hier unten jetzt mal angefangen, unsere Vanilla-Holzfällerhütten aufzubauen, beziehungsweise auch das Vanilla-Sägewerk. Das lässt sich am Anfang nicht vermeiden, das ist nun mal so. Was wir jetzt machen können, mit den Lagerhäusern könnten wir jetzt ein bisschen was machen. Ich habe da aber vielleicht eine andere Idee. Wir gehen mal rein in die Handwerker und schauen uns mal hier die Lagerhäuser und Depot an. Das ist auch eine ganz, ganz eigene Mod dazu. Und hier gibt es dann das Lagerhaus Level 1. Hier gibt es auch dann das Depot im Level 1. Hier gibt es zum Beispiel eine Unterführung. Das ist im Prinzip ein Gebäude, was unter Tage ist. Das kann man leider nicht ausbauen, weil man kann ja nicht nach unten bauen. Das ist alles kein Problem. Das ist halt nur mal zum Schönbauen zum Beispiel. Wir bräuchten aber hier das Lagerhaus. Es wird diese Modification, die bin ich euch dann nochmal hier oben auf der rechten Seite an. Diese Modification teilt im Prinzip die Funktion unseres normalen Lagerhauses auf. Das normale Lagerhaus erfüllt zwei Funktionen. Erstens Tonnage und zweitens stellt es ja die Marktkarren bereit. Die normalen Karren, die immer das Zeug von den verschiedenen Produktionsstätten zum Lagerhaus fahren, zum Einlagern und so weiter und so fort zum Weiterverteilen. Hier, der Modder hat es in dieser Modification beim Lagerhaus und Depot, hat er das ein bisschen anders gemacht. Und zwar hat er die zwei Funktionen aufgeteilt. Im Depot ist es so, dass wir sehr viel Lager auf ganz, ganz kleinem Platz basteln können. Und im Lagerhaus ist es so, dass wir dieses Lagerhaus exklusiv nur nutzen können für die Marktkarren. Das zeige ich euch gleich. So sieht das Ding aus. Das hat auch eine ganz, ganz tolle Funktion. Und zwar, wenn man, zeige ich euch sofort, das kann man zwischen die Wege basteln. Schaut mal, da gehen die Wege direkt drunter durch. Also da hat er sich wirklich mal Gedanken gemacht. Finde ich mega. Und das könnt ihr an jedem möglichen Wegpunkt könnt ihr das mit anschließen. Sobald nur ein Weg durchführt, könnt ihr das Teil anschließen, so wie ihr wollt. Einziger Nachteil ist, ist etwas teurer. Schaut mal, das Depot kostet dann Wartungskosten schon minus 20 und kostet ein bisschen mehr zum Aufbauen. Und auch das Lagerhaus braucht dann schon Stahl und Fenster. Das lässt sich leider mal nicht vermeiden. Das ist halt nun mal so. Das Schöne ist dann, dass wir jede Menge Tonnage schon auf anderen Inseln haben. Und deshalb würde ich mal Folgendes vorschlagen. Wir fahren mal zu so einer anderen Insel. Mal nach Mega City. Hier oben gibt es genügend Fenster wie auch schon Beton. Und dann nehmen wir uns einfach mal ein bisschen mit. Ne? Dann nehmen wir hier einfach mal hier Stahlbeton. Los geht's. Übrigens, die meisten gemoddeten Waren, die ich hier in Mega City verwende, die habe ich über die Speicherstadt gekauft. So. Route eingezeichnet. Und das möchte ich euch mal zeigen auf Mod Island, wie das so funktioniert mit nur einer gemoddeten Insel. Das ist ja das große Projekt jetzt. Und da bin ich mal gespannt, wie das bei euch auch ankommt. Ich bin echt mal gespannt. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder so, Modifications in irgendeiner Art und Weise, haut das in die Kommentare rein. Bastelt das da rein und dann stelle ich euch die Modification, beziehungsweise versuche ich die nacheinander euch unten nochmal anzupinnen. Okay, weil das sind ein Haufen, das sind sehr, sehr viele. Und ich hoffe mal, dass ich da alle erwische. So, das geht schon mal raus. Hier haben wir jetzt schon mal 75 Tonnen für jedwedes Produkt. Für jedwede Ware und jetzt geht's los. Lagerhaus Level 1. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Lagerhaus Level 1 heißt hier, stellt nur zwei Karren zur Verfügung. Wir könnten das Ding aufleveln und zwar insgesamt bis Level 4. Bis Level 4. Das Ding ist Level 1, kostet dann natürlich dementsprechend ein bisschen mehr, kostet dann immer noch ein bisschen mehr in den Wartungskosten, kostet dann noch ein bisschen mehr zum Aufleveln und zum Schluss, ich weiß gar nicht, zum Schluss kostet das alles mindestens, ich glaube, 50 oder 60 im Unterhalt und auch zum Aufleveln kostet es dann auch dementsprechend ein bisschen mehr. Aber das soll jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Wir basteln hier erstmal unsere Vanilla-Holzfällerhütten bzw. Sägewerke. Die sind jetzt komplett mit allem autark verbunden. Wir bräuchten im selben Atemzug aber leider trotzdem mal noch ein Depot. Warum ein Depot? Kann ich euch sagen,
ohne Depot. Keine Tonnage auf der Insel. Wir könnten selbstredend noch eine Speicherstadt bauen, aber die kommt dann erstmal ein bisschen später. Deshalb würde ich Folgendes vorschlagen. Ein Depot hier unten hin. Ne, passt nicht aufs Meer. Das heißt, die Depots werden hier an Land gebastelt. Würde ich es mal so machen. Die kann man auch mit Shift und V kann man auch die Strukturen verändern. Ne, was ihr da haben wollt, ihr könnt ein kleines Depot bauen, ihr könnt ein großes bauen, ihr könnt verschiedene Teile dort miteinander kombinieren. Da ist zum Beispiel ein Gebäude mit einer Uhr oben drauf und so weiter und so fort. Also es gibt hier sehr, sehr viel zum Basteln, wie ihr das gerne wollt. Und aber wichtig ist, dass die in jedem Falle mit Wegen ausgestattet sind, dass die immer auch einen Zugang zum Hafen haben. Das ist wichtig, beziehungsweise ans Konto. Das machen wir mal so hier schnell. Dann ziehen wir uns einfach einen Kopiermodus und dann hängen wir hier oben mal noch zwei an, wenn es passt. Passt wie immer nicht, war klar. Ist aber nicht schlimm. Dann ziehen wir halt hier noch welche an. Jedes Depot ist auch aufstufbar bis Level 4. Das steht extra dort. Depot Level 1. Ihr braucht hier nicht auf Gebäude bauen, auf das Upgrade drauf zu klicken, sondern ihr könnt auch wie ganz normal im Anno Vanilla über die Shift-Taste, könnt ihr auch, wenn es ausbaubar wäre, könnt ihr hier dann ganz normal, nicht über die Shift-Taste, sondern über die Ausbauen-Taste, könnt ihr auch ganz normal auf Ausbauen klicken. Schaut bitte. Und schon sieht die Sache ganz, ganz anders aus. Das war im Prinzip jetzt eigentlich nur so ein Zufallsprodukt, weil es geht jetzt los mit Holz. Ich habe die Geschwindigkeit exorbitant erhöht und so sieht das jetzt aus. Bereit für den Einsatz. Machen wir es so. Hier kriegen wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Tonnage runter. Wir nehmen mal den nächsten Clipper, fahren mal hier runter und holen uns schon mal wieder ein bisschen mehr Holz. Ruder übernehmen. Ihr seht schon, das Holz, das erholt sich ja auch nacheinander. Hier habe ich das auch so gemacht, aber ich zeige es euch direkt hier oben auf Mod Island direkt nochmal im Detail. Kein Problem. Hier gibt es jetzt auch schon 26 Tonnen, also es baut schön nacheinander. Es geht jetzt nacheinander richtig schön los. 105 Tonnen sind jetzt insgesamt hier als Tonnage verfügbar. Die räumen wir gerade mal hier ein und alles ist gut. Und jetzt schaut mal, auf Ausbauen klicken und dann könntet ihr hier schon das Gebäude ausbauen. Mit 20 Tonnen Ziegel, 10 Tonnen Fenster, 20 Tonnen Holz und 2.500 sollte eigentlich in der Situation dann jeder haben. Und dann könnt ihr, zack, wird es schon das Gebäude ein kleines bisschen höher. Übrigens, es gibt 19 verschiedene Arten von Strukturen, was ihr auswählen könnt. Nicht nur mit links oder rechts, sondern drückt dann einfach die Shift- und die V-Taste. Haltet die Shift-Taste gedrückt und drückt dann einfach V. Und so könnt ihr das hier auch nacheinander. Ne? Drücken Sie Shift und V, um die Erscheinung zu ändern. Ja, da könnt ihr auch ein ganz kleines bauen oder ein ganz großes, wie ihr wollt. Hier ist zum Beispiel das ganz kleine. Ja, sehr schön, gerade vor den Hafenbereich finde ich das mega. Oder zum Beispiel an der Eisenbahntrasse dran, sieht das auch sehr, sehr schön aus. Und ja, wir können dann, wenn wir wollen, könnten wir das weiterbauen, wenn wir hier genug Ziegel hätten. Da machen wir auch was ganz anderes. Wir fahren runter zum Archie. Der Archie hat immer ein bisschen Ziegel in petto. Alles bereit. Na hier, der hat immer ein bisschen Ziegel in petto. Halt, hätten wir gerne mal gehandelt und dann fährst du mal hoch zu uns. Der hat ja wieder eine Quest für uns und so weiter und so fort, aber das schauen wir uns dann mal im Stream wieder ganz, ganz in Ruhe an. So, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Holz? Ihr seht schon, das Ding hat schon mittlerweile plus 65 Tonnen Tonnage und kostet schon in der Wartung schon ein kleines bisschen mehr. Wir können jetzt mal schauen, dass wir den Konto noch ein bisschen erweitert bekommen, weil Konto erweitern gibt immer ganze 75 Tonnen Lager dazu. Das ist ganz normal wie im Vanilla. Da ändert sich auch nichts dran. Auch bis zum allerletzten Gebäude bleibt es genau das gleiche. 26 Arbeitskraft haben wir. Das heißt, hier sollten wir dann auch... Ich fühle mich taufrisch und lebendig. Jetzt sollten wir dann hier auch noch ein kleines bisschen was machen. Gibt es aber auch gleich eine Neuerung, meine Lieben. Zeige ich euch nicht. Erwarten neue Horizonte. 75 Tonnen Ziegel hätten wir eingelagert. Das heißt, wir könnten hier erstmal den kleinen Kondor zum mittleren Kondor machen. Und wenn wir Bock haben, könnten wir auch gleich schon den großen rausbauen. Lassen wir mal. Es gibt jetzt erstmal über 200 Tonnen Tonnage. Sollten wir erstmal damit hinkommen. Was machen wir als nächstes? Unsere Pescetarier möchten Fisch. Ja, die möchten sich vernünftig und gesund ernähren. Und die möchten auf jeden Fall Fisch haben. Das heißt, für uns, wir gehen rein in die Bauern und suchen uns hier die Fischerei. Und da wir ja gesagt haben, dass wir nur gemoddete Gebäude benutzen, nehmen wir hier die Fischfarm. Was heißt die Fischfarm? Es gibt hier eine Fischfarm, die lässt sich an Land bauen. Ihr habt richtig gehört. Und zwar gehen wir hier rein. Wir bräuchten nur ein paar Arbeitskräfte mehr, das wäre richtig gut.
Ne, zurzeit wohnen insgesamt 4 Personen im Gebäude drinnen. Kann das so gedruckt werden? Der Gemeindemarkt stützt halt 4 Personen pro Gebäude Single. Dann geben wir noch die Fische dazu und dann noch die Kartoffeln. Dann geht es hier richtig los. Absolut hoffnungslos. Der Mangel auf Bier aufgrund von schändlicher Misswirtschaft trocknet in Stahlwerk die Fugen der Gesellschaft aus. Also machen wir es so, gehen wir nur immer ein ganz kleines bisschen rein. Wir haben sehr viele Einflusspunkte durch das Buy-Setup-Mod. Alles gut, deshalb wollen wir es hier nicht übertreiben. Wichtig wäre jetzt hier die Arbeitskraft. 50 Bauernarbeitskraft bräuchten wir, haben wir. Und deshalb würde ich sagen, die Fischfarm legen wir hier in der Nähe vom Konto an. Warum? Weil ich euch sehr gerne was zeigen möchte. Und zwar ist die Fischfarm ein exklusives Gebäude, was man an Land bauen kann, wo man jetzt einzelne kleine Fischfarmen bauen kann. Schaut mal. 1, 2, dann gucken wir mal hier drüben. Und das ist eine Fischfarm. Die kann man noch optimieren, die kann man noch erweitern, das kann man garantiert noch ein bisschen besser machen. Da könnte man auf der anderen Seite noch ein Gebäude anschließen. Da könnte man bei den Fischfarmen noch ein bisschen was rausholen. Schaut mal, also man könnte das auch so hier machen, dass man irgendwie schaut, dass man hier so ein kleines Viereck rausarbeitet. Da fehlt hier oben dann so eine ganz, ganz kleine Minispitze, sage ich mal. Aber das könnte man auch machen. Dann könnte man die Gebäude, das kann man drehen und hier direkt an die Straße anschließen und aufbauen. Und so sieht das aus. Schaut mal, das ist die Fischfarm an Land. Gibt's ja. Ne? Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Wir könnten auch die Fischbecken nochmal verändern. Wir könnten dann eine große Tonne einfügen. Hier ne, so eine große Extratonne. Hier kann man im Step 1 hat man wie das nochmal extra aufgeteilt. Hier hinten mit die Fischfangnetze finde ich sehr, sehr schön gestaltet. Oder hier dann in einem Dreierverbund aufgeteilt. Mir gefällt das mit den Fässern sehr, sehr gut. Das sieht echt toll aus, finde ich. Aber das könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet. Also das ist absolut kein Problem. Und Fische lassen sich jetzt hier produzieren. Innerhalb von 30 Sekunden eine Tonne. Im Wasser ist es so, dass das genauso lange dauert. Das heißt, dieses Gebäude ist im Prinzip macht nichts Verkehrtes, macht auch nichts Nachteiliges. Im Gegenteil, dieses Gebäude braucht nur doppelt so viele Arbeitskraft, weil es halt hier an Land stattfindet und weil man halt hier unheimlich viele Fischbassins hat. Ne? Wir könnten das Gebäude noch boosten mit einem Silo, ne, die landwirtschaftliche Verbesserung. Dann wird es exorbitant schneller, das heißt ums Doppelte eigentlich. Elektrizität optional. Wir könnten es hier noch so anklemmen. Wir könnten zum Beispiel sagen, gut, dann gehst du hier raus. Dann holen wir hier das Silo rein. Gucken wir mal. Ne, als Beispiel. Es wäre im Prinzip noch egal, weil hier fehlt sowieso ein Feld. Bauen wir mal das Silo raus und gucken wir mal, was das Silo braucht. Das Silo braucht Getreide. Ganz einfach. Können wir uns mal ankarren. Kein Problem. Die Spezialisten sollten wir dann mal unbedingt. Schäferei, Alpaka-Farm, die haben wir uns geholt. Schnapsbrennerei, Konserven. Hier, schaut mal, ne? Fischdosenfabrik, das ist das, was ich angesprochen hatte. Aber das behandeln wir mal in einer der nächsten Folgen. Sind unterwegs. Du fährst mal bitte zurück, lädst die ab und holst doch mal bitte frische Ware. Wir gehen hier mal runter zum Archie. Alles bereit. Die Menschen lassen sie hochleben. Ne, übrigens, der gemoddete Archie, der hat halt dann schon relativ früh im Spiel schon sehr, sehr gute Schiffe am Start. Das muss man mal dazu sagen. Und bei ihm kann man halt immer schön Holz kaufen, immer Ziegel, Stahl und so weiter. Da wisst ihr ja schon Bescheid, da kennt ihr euch bestens aus. Steuermann. So, dann fahren wir wieder hier hoch. Die Menschen lassen sie hoch. Laden den ganzen Spaß ab, fahren runter, holen uns Getreide. Bereit für den Einsatz. So, Getreide reicht. Wir können eh nur 215 Tonnen lagern. Das wären jetzt insgesamt 225. Da bräuchten wir sowieso noch ein, so ein Depot bräuchten wir noch, damit wir über die ausladbare Tonnage kommen. Und jetzt sehen wir das gleich. Ah, der Wind steht hier sehr günstig. So, und schon gehen die Marktkarren los und holen sich hier dementsprechend gleich das Getreide mit an. Alles kein Problem. Jetzt werden unsere Bewohner schon mit Fisch versorgt. Schauen wir mal in die Statistiken, meine Lieblingstaste. Schauen wir mal in die Statistiken rein. 8 Tonnen Fische werden zurzeit produziert. Eine Verarbeitungszeit 15 Sekunden. Aber warum da zum Beispiel 8 Tonnen Fisch?
glaube, hier gibt es irgendwo... Ich glaube, da gibt's. Oh, das ist eine gute Frage. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Weil das Silo, glaube ich, nochmal boostet. Schaut mal, das steht ja jede dritte Tonne. Das steht ja jede dritte Tonne Fisch nochmal eine Tonne her. Und dadurch, dass es hier 15 Sekunden geht, ist ja jede 45 Sekunden wird noch eine Tonne hergestellt. Und dann wird sich das wahrscheinlich ein bisschen aufschaukeln. Und dann kommen wir hier dann auf insgesamt 8 Tonnen Fisch pro Minute. Unglaublich. Mittlerweile sind es 17 Tonnen. Warum sind es denn hier 17 Tonnen Fisch? Irgendwas stimmt nicht. Entweder stimmt da was mit der Statistik nicht. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Ach! Es gibt hier, das ist die Verarbeitungszeit indes, es gibt hier über diese Modification, meine Lieben, über diese Fischfarm, gibt es 3 verschiedene Modifications, die ihr in euer Spiel einbauen könnt. Das ist das normale, die normale Mod, die im Prinzip die Fische verarbeitet für 30 Sekunden, ne, ganz normal ohne Silo. Dann gibt es die etwas schnellere Mod, die ist doppelt so schnell, die produziert innerhalb von 15 Sekunden eine Tonne Fisch. Und dann gibt es im Prinzip die Art Cheater-Version. Und ich glaube, deshalb habe ich die Fischfarm auch nie selber aufgebaut. Ich habe, glaube ich, das so gemacht. Ich habe die Modification runtergeladen, habe die euch vorgestellt, habe aber die Modification nie verändert. Und ganz am Anfang ist im Spiel so bereitgestellt, dass wir diese Art Cheater-Fischfarm haben. Und zwar ist das, die 3 Modifications sind im Prinzip, 2 sind wie ausgeklammert und eine ist immer nur aktiv. Und die hier aktiv ist, deshalb fällt mir das erst jetzt ein, die aktiv ist, ist im Prinzip diese Cheater-Fischfarm. Das heißt, jedes Mal bei 15 Sekunden, schaut mal, jedes Mal bei 15 Sekunden stellt hier diese Fischfarm genau 4 Tonnen Fisch her. Na, das ist im Prinzip 4-mal so viel. Das ist eigentlich keine Cheater-Version, sondern das ist eigentlich nur eine exorbitant schnellere Version. Ich denke mal, dass wir dann in der nächsten Folge die Fischfarm ganz normal produzieren lassen. Das heißt, ich nehme die Cheater-Variante raus oder die Vierfachgeschwindigkeit nehme ich raus und mache die für euch zur normalen Geschwindigkeit. Okay, weil jetzt habe ich gerade überlegt und denke so, hä, wieso schafft die Fischfarm 17 Tonnen? Ganz einfach deshalb, weil sie das so kann, na, weil es so aufgebaut ist. Aber ich werde das ausklammern und werde für euch auch die normale Version wieder reinholen. Okay, aber zumindest heute lassen wir es mal so. Wir gehen mal ein Stück raus und die Fische sind hier bereitgestellt. Das heißt, mit 17 Tonnen könnt ihr euch ausrechnen, wie viel mir Einwohner mit 17 Tonnen Fisch versorgen. Ganz viele, jede Menge. Ja, und mittlerweile ist auch die Arbeitskraft gestiegen. Mittlerweile schauen wir mal, sieht es auch in Mod Island von der Kohlen her gar nicht mehr so schlecht. Also nur noch 180 Münzen in der Kreide im Minus. Das heißt, wir könnten hier nacheinander noch mehr Häuser aufbauen. Und das machen wir auch schön hier erstmal im mittleren Segment drin bleiben. Jetzt hätten wir, sagen wir mal, von der Einwohner her, das wird jetzt nacheinander, wird es jetzt ein bisschen mehr werden. Rechnet es kurz durch, 7 Einwohner pro Gebäude. Ein so ein Segment sind 14 Stück. 14 mal 7, das sind dann über 80 Einwohner hier. Das sind 160, das wären dann garantiert mal so 200, 250 Einwohner locker. Mein Lieben, wie geht's weiter? Normale Geschwindigkeit, die möchten Kartoffeln. Hätten wir hier die Kartoffelfruchtbarkeit am Start? Haben wir. Die Kartoffeln können wir leider noch nicht modden. Wir könnten aber schauen, dass wir in der neuen Welt über die Hacienda Mod kann man ja... Oh, was ist hier passiert? 55, warum nur 55? Santa Tortuna, wieso nur 55? Wie sieht's aus? Ah, Einflussbereich der Hacienda. Okay. Der Radius vergrößert sich bei einer Bevölkerung von 1000 auf dieser Insel. Wie viel hätten wir? 990? Nicht euer Ernst. Okay. Sieh, so wird's gemacht. Okay, dann bauen wir mal noch ein Haus hier hinten hin. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann hier auf die 1000 Einwohner irgendwie kommen. Da passen ja 30 Einwohner hier rein in so ein Haus. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier drüben, das ist im Prinzip die gemoddete Hacienda. Da habe ich erst letztens die aktualisierte Version runtergeladen. Die ist schon ein paar Wochen draußen, meine Lieben. Aber mit der gemoddeten Hacienda habt ihr sogar einen eigenen Reiter. Mit sehr, sehr vielen verschiedenen Tools, die euch hier an die Hand gegeben werden. Zum Beispiel Hacienda öffentliches Gebäude,
Hacienda Rathaus, wie auch hier die Hacienda Handelskammer, die ist vom Radius etwas größer. Dann habt ihr hier die verschiedenen Fruchtbarkeiten. Ihr habt dann die Fruchtbarkeiten aus der alten Welt, inklusive dem Weingut. Ihr könnt Kaugummi produzieren, ihr könnt Violinen basteln, mit allem drum und dran. Ne? Braucht ihr halt nur ein paar Baumschulen dazu, Quarzgruben, Chemiefabrik, Farben und Lacke. Und ihr seht mal hier, kriegt ihr sehr, sehr viele Tools über die Hacienda gleich an die Hand mit rangelegt. Hier habt ihr das kleine Hacienda Jornalero Haus und hier habt ihr das große. Beim großen passen doppelt so viele Einwohner rein wie beim kleinen. Und ich hoffe mal, dass jetzt gleich hier die Einwohnerzahl, wenn wir die 1000 leicht erreicht haben, so haben wir erreicht. Ja, geht schon ein bisschen mehr, ne? Wollte ich gerade sagen. Dann ist es so, dass der Hacienda-Bereich hier dementsprechend erweitert wird. Und das ist so, das kann man sich dann selber einstellen. Ich habe dann die Assets so verändert, dass es sich schon bei einer gewissen Einwohnerzahl, also ich habe das dann immer 250er Schritten gemacht, dass es sich nacheinander immer ein bisschen weiter, wie soll ich das sagen, immer ein bisschen weiter erhöht. Hier können wir es jetzt so machen, dass wir zum Beispiel, wir nehmen die Depots raus. Das wäre mir jetzt hier zum Beispiel mal ein Anliegen. Dann nehmen wir die Hacienda und basteln die hier genau in der Mitte rein. Hier rein. Ja, dann basteln wir die hier rein. Moment, ich überlege gerade, ob das überhaupt machbar wäre. Ich glaube, das ist machbar. So rein. Dann gibt es hier wieder einen Anschluss. Nein, das ist nicht machbar. Doch, ist machbar. Weil die Traktorscheune müssen wir dann nur anders anklemmen. Die Küche packen wir dann hier runter. Und hier ziehen wir dann gerade den Weg rein. So, dann wird das hier schon mal komplett angeklemmt. Das Silo fehlt hier noch. Ist aber auch kein Problem. Und dann ziehen wir halt das hierher. Ne? Die Depots ziehen wir dann hierher. Hauptsache, es ist alles noch so weit angeklemmt. Und der Radius reicht jetzt wieder so weit, dass die hier alle wieder im Einflussbereich drin sind. Ebenso ist das hier. Naja, das hier steht alles auf Pause. Hier oben wird ganz normal produziert und ihr seht hier unten am Einflussbereich der Hacienda, schaut mal, hier sind mittlerweile 4200 Einwohner am Start. Also das ist richtig viel. Schaut mal hier unten, was das für ein riesengroßes Dorf endlich mittlerweile ist. Ein Ort, nach dem es sich zu streben lohnt. Hier passen 57 Einwohner hin und ihr seht mal, wie hoch dieser gemoddete Radius dann mittlerweile ist. 205 Felder, also das ragt dann über die komplette Insel raus, ne? So wie ihr das seht. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, und das passiert dann immer halt bei jeder 250 Bevölkerungsstufe, geht die Hacienda in ein neues Level. Das zeige ich aber euch mal noch demnächst in der weiteren Folge. Und hier haben wir insgesamt jetzt schon 340 Arbeitskräfte, wir haben 420 Einwohner. Das heißt, hier geht's. Sie gehören schon fast zur Familie. Hier geht's pari pari. Holzschmuck bräuchten wir noch und wir bräuchten noch Kartoffeln. Dann bleiben wir halt mal in der alten Welt und bauen hier mal noch ein paar Kartoffeln raus. Da würde ich ganz einfach sagen, nehmen wir halt das normale Vanillagebäude. Gucken wir mal, wie es ist. Schnaps, ganz normaler Kartoffelhof. Schauen wir mal. Übrigens ist das auch eine Modification. Dieser Radius, der hier außen ist, wir müssen über diese Modification nicht mehr, beziehungsweise nie mehr, unsere Module direkt an den Kartoffelhof anschließen, sondern wir können hier ganz normal unsere Module, so wie es ist, in dem Radius komplett, wie wir wollen, einfach komplett anbauen. Na, ihr könnt dann meinetwegen auch ein Modul so basteln, dass ihr das halt hier irgendwo außen deponiert. Es ist kein Problem, solange das Modul noch im Radius bzw. im Einflussbereich des Radiuses des Kartoffelhofes drin ist, ist das alles kein Problem. So, jetzt hätten wir hier einen Kartoffelhof gebaut. Wir bauen mal zur Not und sicher ist sicher, bauen wir mal noch einen. Ich glaube, zwei sind immer besser als einer. Und dann sollten wir hier schon, das sind schon drei Marktkarren, die hier schon hin und her fahren. Die Marktkarren haben hier zu tun, die Fischfarm. Die ist sowieso schon voll. Und als nächstes kommen hier dann die Kartoffeln, ne, die hier hin und her fahren. Das heißt, mit Kartoffeln sind die ja schon mal soweit befriedigt. Und für den Holzschmuck, das ist ganz einfach. Das ist eine neue Produktion, die hier dazukommt. Und zwar für die Holzschmuckwerkstatt bräuchten wir ganz einfach nur eine Holzfällerhütte. Ganz einfach. Also machen wir es so, das Depot. Schaffen wir dann irgendwo mal einen Weg hier? Nee, schaffen wir nicht. Das können wir. Machen wir ganz einfach. Eins weiter rüber. Dann reißen wir den Weg hier weg. Und dann bauen wir vom Depot aus einfach hier ein Stück runter, noch ein Holzfäller hin.
Ne, seht mal, wie weit das hier so reingeht. Das ist hier alles noch drin. Und hier geht es schon los. Hier wird der Bereich schon eingeschränkt. Das heißt, wir gehen ein Stück weiter runter. Dann könnten wir das hier noch mitnehmen. Oder wir gehen hier raus und nehmen das noch mit und bauen dann hier dann gleich ein bisschen weiter an. So, nehmen wir mal das hier noch mit. Ich denke mal, jetzt wären wir so auf der sicheren Seite, oder? Ja, das ist schön, dass wir beim... Das ist schön, dass man beim Bauen jetzt, schaut mal, diese, die Fluchtzeichen Norden, Süden, Westen, Osten, da habt ihr dann an der Außenkante eurer Gebäude, habt ihr dann diese Striche dran, diese schwarzen, und da könnt ihr dann genau einschätzen, passt das nach oben und passt das an der Seite, und so könnt ihr dann ein richtig schönes Quadrat an Gebäuden rausbauen und müsst euch da um nichts Sorgen machen, weil das halt einfach dann gleich so mit, weil ihr das halt gleich so mit einsehen könnt. Und hier bauen wir dann einfach noch ein Lagerhaus hin. Ich glaube, das hätte sowieso noch Reichweite. Ja, die wären alle beide noch drin. Wir bräuchten einfach nur ein paar Ziegel. Etwa ja jede Menge doch da. Du darfst schon mal abwackeln. Ne, immer in Bewegung bleiben. Immer Material holen. Und hier bauen wir dann einfach das nächste Lagerhaus. Und jetzt, meine Lieben, bauen wir dann einfach den Holzschmuck. Und schon werden unsere Pescetarier, soweit wie es geht, befriedigt. Wie viel Holzschmuck bräuchten die? Genau eine Tonne. Machen wir das. Alles kein Problem. Müssen wir dann halt nur irgendwo mit außen anbinden. Ne? Hier hinten gibt es auch noch. Hier hinten gibt es auch noch ein bisschen Platz. Kein Thema. Das reißen wir dann eh weg. Und hier gibt es zum Beispiel auch noch ein bisschen Platz. Und die hier schafft es, in 30 Sekunden eine Tonne zu produzieren. Zwei Tonnen werden dann halt maximal rausproduziert. Ja, ein bisschen weniger sogar. Ne? So, geben wir ein bisschen Gas. Wir werden hier das Lagerhaus einmal aufleveln zum Level 2. Und das hier machen wir genauso. Kein Lagerhaus in Reichweite, weil hier ein Stück Weg fehlt. Und das hier können wir genauso machen. Jetzt könnten wir es so machen. Wir reißen die Wege hier weg. Und binden die Wege hier mittig an. Hat folgenden Vorteil. Das Lagerhaus, beziehungsweise die Lagerhalle, es ist ja jetzt kein Lagerhaus mehr. Die Lagerhalle kann jetzt hier auch auf die beiden Holzfäller zugreifen. Und diese Lagerhalle im Prinzip auf alles andere, was gewünscht wird. Jetzt schauen wir uns einfach nur, wie sich unsere Pescetarier entwickeln. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Kartoffeln ist voll, der Fisch ist voll, die Gemeindehalle steht oder der Gemeindemarkt. Zufriedenheit wird gleich komplett nochmal hochgehen. Und dann befördern wir unsere Pescetarier hier schon vom Bauern zum Arbeiter. Und somit hätten wir schon die erste Arbeiterarbeitskraft hier kreiert. Gegen Ende dieser Folge. Und schon sind wir da, 57 Arbeitskraft. Das wird jetzt ein ganz kleines Stück runtergehen. Nicht weniger als uns zusteht. Und schon hätten wir wieder neue gemoddete Gebäude, beziehungsweise neue gemoddete Produktionsgruppen, die wir bauen müssen. Unter anderem das Werkzeug. Ja, das ist jetzt auch neu, was dazukommt. Unter anderem die Musikschule. Hier gibt es dann das sogenannte Flaschenbier. Ja, das ist kein normales Bier mehr in Gläsern, sondern die sind ein bisschen dekadenter. Das heißt, die möchten hier Flaschenbier haben. Und als Bedürfnis gibt es jetzt neu den Käse. Und auch die Olivenseife. Ja, keine normale Seife mehr über die Schweineindustrie. Nein, die hier denken noch nachhaltiger. Das heißt, die Pescetarier-Arbeiter möchten jetzt hier Schule und hier die Olivenseife. Übrigens, meine Lieben, und deshalb habe ich das hier auf der rechten Seite mal noch nicht angebaut. Ich zeige euch jetzt mal noch ein ganz kleines bisschen. Machen wir dann in der nächsten Folge, machen wir es komplett. Und zwar reißen wir das hier mal noch schön weg. Ziehen hier mal noch den Weg hin. Und zwar mische ich euch im Arbeiterbereich, mische ich euch hier als erstes das moderne Arbeiterhaus zeigen. Achtung, modernes Arbeiterhaus heißt, das moderne Arbeiterhaus kann man zu einem Hochhaus upgraden. Und das moderne Arbeiterhaus vereint alle Elemente vom Vanilla Anno mit allen Elementen vom Pescetarierhaus. Das zeige ich euch auch gleich. Wir bauen Nummer 1. Und dann zeige ich euch das Arbeiterhaus. Hier passen viel mehr Leute rein. Und diese Leute möchten jetzt alles. Schaut bitte bei den Bedürfnissen, was die Leute haben möchten. Da stockt einem der Atem. Die möchten insgesamt schon 10 verschiedene Waren haben. Wir gehen es nochmal kurz durch. Einen Marktplatz, Fische, Klamotten, Seife, Brot, Wurst. Ganz normal wie jeder Arbeiter auch. Eine Schule, die möchten den Käse, die möchten Werkzeug und die möchten sogar schon Strom. Als Bedürfnis, nicht als Zufriedenheit.
Als nächstes gehen wir in die Zufriedenheitsreiter rein. Da mischen Sie gerne ein Wirtshaus, Sie möchten gerne trinken, Sie möchten den Schnaps, Sie möchten hier normales Bier, eine Kirche und die Musikschule. Das heißt, die beiden werden hier in dem upgradebaren Arbeiterhaus. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich in die Weise hält man seine Versprechen. Im Prinzip vereinen sich hier alle beiden verschiedenen Strukturen, die Pescetaria wie auch das Vanilla Anno, zu einem modernen Arbeiterhaus wie auch zu einem modernen Handwerkerhaus. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ihr seht jetzt, jede Menge gibt es hier zu tun und die haben natürlich auch die Lebensqualität, weil hier passen dann 50 Arbeiter, passen hier in ein Gebäude rein. Okay, meine Lieben. Ich hoffe mal, ich konnte euch einige Sachen zeigen. Ich hoffe mal, ich konnte euch einige Sachen näher bringen. Mir hat es mega, mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank zum Zugucken. Und wie gesagt, nochmal, wenn ihr das feiert und ihr davon auch keine neue Folge verpassen wollt, dann unterstützt mich ein kleines bisschen, lasst ein Abo da und vor allen Dingen aktiviert die Glocke. So verpasst ihr auch in Zukunft hier bei dem Projekt keine neue Folge. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Das wird uns jetzt in den nächsten Folgen hier begleiten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Zanto. Ciao, ciao.